Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von KBS Regional TV. Kennen Sie noch den Begriff Poliklinik? Es ist gar nicht so lange her, da gab es zu DDR-Zeiten in jeder Stadt solch eine Klinik, in dem Ärzte angestellt waren und sich um das Wohle der Patienten gekümmert haben. Nun nennt man das MVZ, Medizinisches Versorgungszentrum, und genau solch ein MVZ hat kürzlich in Spremberg wieder eröffnet. Wir waren mit der Kamera vor Ort. Seit wenigen Monaten hat sich die ärztliche Versorgung im Raum Spremberg wieder etwas verbessert. Kürzlich eröffnete hier am Krankenhaus Spremberg ein medizinisches Versorgungszentrum. Ähnlich wie in den Polikliniken der DDR können dort beliebig viele zugelassene Ärzte im Angestelltenverhältnis arbeiten, was in den herkömmlichen Arztpraxen nur sehr eingeschränkt erlaubt ist. Wir hatten in der Vergangenheit insbesondere im hausärztlichen Bereich einen Mangel an Hausärzten, da altersbedingt viele Ärzte ihre Praxistätigkeit aufgegeben haben, und demzufolge war es für uns eine Herausforderung, hier den Lückenschluss zu schaffen. Vor allem im kinderärztlichen Bereich war die Situation in Spremberg bisher unbefriedigend. Viele Ärzte schlossen altersbedingt ihre Praxen und fanden keine Nachfolger. In der Zukunft möchten wir dieses Versorgungszentrum ausbauen für weitere Ärzte auch. Wir haben jetzt die Fachrichtung hausärztliche Tätigkeit. Hier ist Frau Dr. Konrad als Internistin und Diabetologin tätig, Frau Büttner als Kinder- und Jugendmedizinerin. Aber wir wollen mit dem MVZ auch die Möglichkeit schaffen, dass junge Ärztinnen künftig eine Alternative zur Niederlassung haben und eben auch im Anstellungsverhältnis ambulant arbeiten können. Besonders in ländlichen Regionen werden die Ärzte immer knapper. Lange Wartezeiten sind die Folge. Mit dem MVZ will man dieser Entwicklung entgegenwirken. Das MVZ und die beiden Ärztinnen sind Netzärzte von Prosper. Also auch sie engagieren sich hier in diesem Netzwerk. Und wir sehen den Vorteil darin, dass der enge Austausch mit den Krankenhausärzten gefördert und erhalten bleibt. Insgesamt 400.000 Euro hat das Krankenhaus in den Umbau investiert, um einen Beitrag für die Verbesserung der ambulanten medizinischen Versorgung in der Region zu leisten. In Abstimmung mit vielen Partnern konnte das neue MVZ kurzfristig seine Arbeit aufnehmen. Ja, liebe Zuschauer, damit ist die Versorgung in Spremberg und Umgebung etwas besser geworden, aber trotzdem werden immer noch in der Region Ärzte gesucht. Was es sonst Neues gibt, das sehen Sie wie immer jetzt in unseren Kurzmeldungen. Knappschaft finanziert Klasse 2000-Projekt. Vor 3 Jahren startete die Knappschaft in der Lausitz ihr Engagement für das Projekt Klasse 2000. Die Traditionskasse ist seither Pate von 20 Grundschulklassen in Spremberg, Cottbus, Welzow und Hoyerswerda. Klasse 2000 ist das in Deutschland am weitesten verbreitete Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung in Grundschulen. Es begleitet die Kinder von der 1. bis zur 4. Klasse und zielt auf die Förderung wichtiger Gesundheits- und Lebenskompetenzen ab. Klasse 2000 beinhaltet die Themen Ernährung, Bewegung, Entspannung, soziale Kompetenzen, Problem- und Konfliktlösung sowie kritischer Umgang mit Tabak und Alkohol. Prosper-Dialog mit Ärzten wird ausgebaut. Interdisziplinärer Austausch auch im Bereich neuer Therapien. Netzkonferenzen, Gesprächskreise zu Schwerpunktthemen oder die Gründung von Arbeitsgruppen sorgen für den reibungslosen Informationsfluss und die Transparenz bei der Behandlung der Patienten. Kürzlich tagte eine Arbeitsgruppe im Hause der Gesundheit in Spremberg. Es gab eine lebhafte Diskussion. Niedergelassene Ärzte stimmten sich mit dem Netzkrankenhaus Spremberg und der Knappschaft über die weitere Zusammenarbeit im Prosper-Netz ab. Allergieforscher befürchten, dass im Jahr 2040 jeder Zweite an einer Allergie leiden wird. Fakt ist, dass in diesen Tagen wieder die Pollen fliegen, vor allem im Frühling. Und so ein Schnupfen und eine Allergie kann natürlich richtig lästig sein. Wenn daraus erst ein Asthma wird, dann kann es richtig gefährlich werden. Welche Pollen jetzt unterwegs sind und für wen es gefährlich wird, das sehen Sie in unserem nächsten Beitrag. In Deutschland leiden schätzungsweise 20 bis 30 Millionen Menschen an Allergien. Das sind beispielsweise Nahrungsmittel, Arzneimittel und vor allem Pollenallergien. Rund jeder 5. Deutsche leidet an Heuschnupfen und plagt sich Jahr für Jahr aufs Neue mit den Pollen herum. Laut Medizinern ist der allergische Schnupfen die häufigste Allergie im Land.
Der erfahrene Lungenarzt Dr. Ralf Juruschka beobachtet die Entwicklung kritisch. Ja, man muss da unterscheiden. Es gibt durchaus Pollenallergien, zum Beispiel auf bestimmte Pollen, sei jetzt mal die berühmte Ambrosia genannt, wo also deutlich ein Anstieg an Allergien in den letzten Jahren zu verzeichnen ist. Und dann gibt es aber auch sogenannte Pollenmastjahre von bestimmten Baumpollen, zum Beispiel die Birke sei da hier stellvertretend genannt, die also dann alle paar Jahre nur so einen starken Pollenflug sozusagen hervorruft, dass also dann die Allergien in diesem Jahr dann stärker sind. Das kann aber dann im nächsten Jahr, wie gesagt, wenn das Mastjahr vorbei ist, auch wieder deutlich abnehmen. Pollen sind das männliche Erbgut der Pflanze und werden unter anderem mit dem Wind verteilt, der sogenannte Pollenflug. Große Mengen davon können bei bestimmten Menschen zu Pollenallergien, wie zum Beispiel Heuschnupfen, führen. Überall im Alltag lauern für Allergiker diese Plagegeister. Das Wichtigste, was man heute weiß, dass man halt eine Allergie doch relativ frühzeitig auch behandeln sollte, damit es auch nicht zu dem sogenannten Etagenwechsel kommt. Das ist also dann der Wechsel der Beschwerden von den oberen Atemwegen zu den unteren Atemwegen, also quasi, dass aus dem Heuschnupfen dann das Asthma wird. Das sollte man möglichst verhindern und man sollte dann natürlich auch versuchen, die Beschwerden, auch wenn sie nur die Nase und die Augen betreffen, auch zu behandeln, damit das da nicht auch zunehmend Probleme macht. Nicht nur Pollenallergien sind eine Belastung. Viele Allergene lauern auch in Textilien oder im Fell von Haustieren. Die häufigsten Auslöser einer Pollenallergie sind die Frühblüher wie Birkenpollen. Also wenn es um die Pollenallergie jetzt im Besonderen geht, dann sollte man möglichst den Aufenthalt als Allergiker im Freien vermeiden oder zumindest auf das Notwendige beschränken. Das Lüften sollte beschränkt sein auf Zeiten, wo noch eine gewisse Feuchtigkeit draußen ist, wo also weniger Pollenflug ist, also vorrangig in den Morgenstunden dann oder in den späten Abendstunden mal kurzzeitig lüften, die Fenster aber dann nachts wieder geschlossen halten, damit es da also nicht zu einer Pollenbelastung nachts zusätzlich noch kommt. Wenn sich betroffene Allergiker frühzeitig in professionelle Behandlung begeben, können die Leiden gemindert werden und der Alltag wird erträglicher. Wenn Sie vielleicht befürchten, dass Sie eine Allergie haben, suchen Sie doch Ihren Hausarzt auf. Es gibt verschiedene Methoden, das rauszufinden. Unsere Sendezeit ist schon wieder vorbei. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und hoffe, Sie schalten beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin vor allem bleiben Sie gesund.